Name ist Piet Schumacher, bin Mitbegründer der Berliner Montagsdemo-Bewegung und der bundesweiten Montagsdemo-Bewegung und bin von Anfang an, also seid auch ein Mitbegründer der bundesweiten Montagsdemo-Bewegung und ich sage, wir geben dich auf, wir machen weiter, durchhalten ist richtig und vielleicht stehen ja nächstes oder übernächstes Jahr wie 1989 hier auf dem Alexanderplatz 500.000 und kriegen dieses neoliberale Lumpenpack, die Merkel und Westerwelle Regierung aus dem Bundestag. Diese Hartz-IV-Gesetze nicht in Ordnung. Es führt viele Familien zur Armut und viele junge Leute normalerweise können überhaupt ja keine Familie planen, weil die haben erstmal keinen Job und wenn sie einen Job haben, dann verdienen die so wenig, dass sie überhaupt ja gar keine Familie unterstützen. Also ich finde, deswegen sollen mehr Leute auf die Straße gehen. Der Weg führt zu einer Spaltung der Gesellschaft und zwar immer mehr zwischen Arm und Reich. Es gibt zwei Dinge, wofür ich jetzt gerade hier stehe. Einmal ist es der Wassertisch zur Offenlegung der Geheimverträge zwischen Senat von Berlin und der Wasserwirtschaft. Ja, und für SI, wir unterstützen gerechte Kämpfe in anderen Regionen der Welt. Die Unterschriftensammlung soll bewirken, also soll Stimmen dafür sammeln, dass man die Privatisierung der Wasserversorgung unterlässt bzw. zurücknimmt. Denn das ist nachher der Willkür der Kapitalisten überlassen, wie viel Gebühren sie für das Wasser nehmen. Und das richtet sich immer nach dem, was sie für Ansprüche haben an Profit. Und der Profit ist also unbegrenzt nach oben. Das Geld, was in Stuttgart verbuddelt werden soll, das ist das Geld, was der Bildungspolitik und dem Sozialabbau finanziert wird. Die S-Bahn in Berlin zum Beispiel gehört genauso zur Bundesbahn. Wir kennen alle, was hier los ist mit der S-Bahn. Das Geld, was fehlt, das wird in Stuttgart und in die Neubaustrecke investiert. Es geht vor allem darum, dass dieses System irgendwie gar nicht den Raum für Alternativen lässt. Und es ist eben eine Gesetzmäßigkeit, dass die höchste Priorität bei der Investition von Steuergeldern eben diese Wirtschaft ist. So, ob es den Menschen nun nutzt oder nicht. Und die Alternative wäre eben, die richtigen Leute an die Macht zu bringen. Also nicht mehr irgendwelche Wirtschaftsbonzen und irgendwelche Leute, die diesen Wirtschaftsbonzen hörig sind, sondern die breite Masse der Bevölkerung muss hier das Sagen haben und ihre eigenen Interessen durchsetzen. Und eben auch in solchen Fragen des Geldes. Wir wollen, dass alles sicher ist und dass die Merkel endlich uns alles Gleichgerechtigkeit gibt. Ihr steht also für das Recht auf Bildung? Ja. Das finde ich toll. Dankeschön. Wir gehen auf die Straße, der sie nicht wehrt, der nicht verkehrt. Wir hauen auf den Tisch, laut und kämpferisch, singen Power to the people, Power to the people.